Das Beste an der ganzen Zeremonie war ihre Kürze. Für dich vielleicht, weil du dich davon gemacht hast. Die anderen fangen bestimmt erst an. Die Trunkenheit endet nie in dieser malerischen Gegend. Findest du Toussaint also doch nicht so toll? Ach, Toussaint ist wie starker Wein, Geralt. Gut in kleinen Portionen. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, ja, haben wir die große Ordensverleihung für Geralt mit angesehen und wir haben gesehen, wie Sianna und Anna Henrietta sich wieder, ja, mehr oder minder vertragen haben. So wie es aussah, hat Sianna ihre Mordabsichten gegenüber Anna Henrietta wieder zurückgefahren und ja, das Herzogtum kann einer glücklichen Zukunft entgegenblicken, sagen wir es mal so. Man weiß zwar noch nicht, was Sianna jetzt genau für eine Strafe gekriegt hat, weil auch wenn das Ganze natürlich ganz toll aussah, bezweifle ich, dass Anna Henrietta das durchsetzen kann, dass Sianna gar keine Strafe bekommen soll, aber es wird wahrscheinlich nicht so schlimm werden, wie man das erwarten könnte bei dem, was sie getan hat. Gut, und Regis will mit uns jetzt ein bisschen Alraunen sammeln, da bin ich an sich dabei, aber jetzt, wollen wir nicht noch ein bisschen warten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Na komm, warum nicht, ne? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Gut, einem Vampir macht das Zeug ja wahrscheinlich nichts aus, ne? So, ziehen wir das Ganze schnell mal an. Weil ich glaube, Regis wollte gerade schon wieder zu etwas ansetzen. Also, dann einmal die Handschuhe und einmal die Maske, auch wenn die super hässlich aussieht, wie ich finde. Aber man kann es ja nicht ändern jetzt, ne? Zack. Licht lädt zum Träumen ein. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Na gut, okay. Suchen wir mal nach Alraunen. Schauen wir doch mal, ob wir hier nicht irgendwo was finden können. Alraunen, na, da vorne haben wir doch eine. Eine Alraunenpflanze. Und da drüben sehe ich gleich noch eine. Sehr schön. Dann kann ich auch die blöde Maske wieder absetzen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir die dumme Maske wieder runter und ziehen uns unsere Manticore-Handschuhe an. Ja, ganz schön. Ich will noch schnell die Maske wieder absetzen. Weil die wirklich, also wenn was dumm aussieht, dann ist es ja wohl die Maske. So, Regis, ich hab das Zeug. Wie sieht's bei dir aus? Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Das stimmt, aber Spuren hinterlässt er trotzdem, wie es aussieht. Regis! Spuren hinterlässt er trotzdem. Wo bist du denn? Verdammt, wo steckst du? Ja, würde mich auch mal interessieren. Huch! Alter! Was geht denn hier an? Ich habe die Form, was ich musste. Ups, ey. Eieiei. Diese Bruxe haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns,
uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder? Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden Sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Ach, eigentlich schade, dass Regis gehen muss, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Naja, an sich eine sehr gute Frage. Ich meine, wir haben auch eine Menge Kronen wieder verdient jetzt durch unseren Auftrag. Und an sich könnte man ja natürlich jetzt Wein anbauen. Aber ganz ehrlich, so sicher kann man das dann auch noch nicht sagen, muss man ganz ehrlich sein. Ich meine, es ist zwar ein schönes Anwesen, aber ob man da leben will, weiß nicht. An sich ist es schön, aber man weiß nicht. Also Geralt lebt ja auch noch ein bisschen länger. Vielleicht zieht sie ihn doch nochmal in die Welt, ne? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht reizt es mich wirklich, irgendwann Winzer zu werden. Vielleicht bleibe ich aber auch auf dem Hexerpfad, reise durch die Gegend und sehe mir die Sterne an, wenn ich abends neben der Straße lagere. Ach, Geralt, wie poetisch. Könnte von Rittersporn stammen. Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gern. Verständlich. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Ja gut, dann heißt es wohl bald schon Abschied nehmen von Regis. Weißt du vielleicht schon, wo du hingehst? Vielleicht kann man dich ja mal besuchen, ne? Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Warum auch nicht, aber ich meine, Nilfgaard hat eh den Krieg gewonnen, von daher wird auch bald der Norden Nilfgaard werden, von daher ist es an sich auch nicht ganz so wichtig, wenn wir ehrlich sind, ne? Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Ich würde wirklich gerne nach Hause gehen.
Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir das auch. Ja, ihr habt wohl gedacht, jetzt ist es schon vorbei, aber das ist es noch gar nicht. Ich würde sagen, wir essen erstmal ganz kurz ein bisschen was. Haben wir hier irgendwas? Hier, zieh dir das mal rein, das sollte an sich ja reichen, glaube ich. Und dann gehen wir nach Hause. Regis hat uns ja auch noch ein Geschenk hinterlassen, wie er gesagt hat. Und ja, ich würde sagen, mit Plötze zusammen machen wir uns jetzt auf, zurück in unser trautes Heim. Und ich denke, um das einfach nicht ganz so langweilig werden zu lassen, können wir die Zeit doch einfach mal nutzen. Vielleicht gehen wir auch nochmal durch Beauclair, so ein letztes Mal. Und ich habe mir gedacht, einfach um die Zeit auch ein bisschen sinnvoll zu nutzen, warum lassen wir denn nicht einfach nochmal Revue passieren, was alles passiert ist? Wenn wir uns mal überlegen, wie viel Zeit vergangen ist und was wir alles erlebt haben, ist es einfach schon unglaublich. Wir sind damals in Kaer Morhen aufgewacht, ohne jegliche Erinnerung, was eigentlich genau passiert ist. Und ja, bevor wir uns richtig erholen konnten, bevor uns Triss auch damals richtig helfen konnte, sind direkt die Salamandra eingefahren. Wir haben gegen ihre Monster gekämpft, die Mutagene wurden gestohlen. Leo wurde getötet, ein Hexeranwärter, der zwar nicht zum Hexer ausgebildet werden sollte, aber der eben, ja, theoretisch ein Hexer hätte werden sollen, also zumindest im Schwertkampf. Wir sind dann aufgebrochen nach Vysima, einer Stadt, wo wir erhofft haben, von König Foltest Hilfe zu bekommen im Kampf gegen die Salamandra, um eben unsere Mutagene wieder zurückzuholen, kamen aber zunächst aufgrund der Pest nicht hinein und ja, mussten außerhalb ein paar Sachen erledigen und haben dabei gelernt, ja, wie verdorben die Leute außerhalb des, der Stadt sind. So verdorben sogar, dass am Ende sogar eine Bestie entstanden ist. Eine Bestie, die wir schlussendlich bekämpft haben, die wir vertreiben konnten und wodurch wir schlussendlich die Möglichkeit hatten, beziehungsweise danach mussten wir sogar noch die ganzen Leute töten, die uns fertig machen wollten dafür, dass wir ihnen geholfen haben. Und dann konnten wir endlich nach Vysima, wurden aber direkt gefangen genommen, ins Gefängnis gesteckt und hatten dann aber, nachdem wir befreit wurden, mehr oder minder, weil wir ein Monster in der Kanalisation zusammen mit Siegfried von Denesle damals übrigens getötet haben, haben wir, ja, uns in Vysima umgesehen und da war einiges los. Shani haben wir wieder getroffen im Krankenhaus, die gegen die Pest angekämpft hat. Wir haben, ja, versucht, weitere Nachforschung zu den Salamandra anzustellen, haben versucht herauszufinden, wer mit den Salamandra zusammenarbeitet, haben dann irgendwann herausgefunden, dass Raimund, der Detektiv, mit dem wir zusammengearbeitet haben, von den Salamandra getötet wurde und dass Asajavid seinen Platz eingenommen hat. Und dann haben wir, ja, im Prinzip Asajavid mit diesem Wissen eine Falle gestellt, haben ihn beim Turm erwartet und haben gegen ihn und den Professor gekämpft. Hätten sie auch fast besiegt, allerdings sind sie im letzten Moment entkommen und dann, ja, ging es daran, die Oberschicht von Vysima kennenzulernen. Die Oberschicht, welche uns von Triss vorgestellt wurde, wo wir auch Prinzessin Adda wieder getroffen haben, die Prinzessin, die Geralt einst gerettet hatte. Und ja, die allerdings leider, so wie wir das mitgekriegt hatten, wieder, ja, im Prinzip Probleme mit dem Fluch gehabt hat. Sie wurde wieder langsam zu einer Striege, das konnten wir aber gar nicht mehr weiter untersuchen in dem Moment. Denn wir haben dann uns aufgemacht, den Professor zu finden, haben ihn schlussendlich auch getötet. Zumindest waren das nicht, also wir waren das nicht persönlich, es war dann im Endeffekt eine Kikimora-Königin. Und dann, ja, die Prinzessin haben wir herausgefunden, dass die Prinzessin mit den Salamandra arbeitet, beziehungsweise mehr oder minder von ihr benutzt wird. Und ja, mussten fliehen, sind geflohen in ein Dorf namens Trübwasser, wo alles ganz schön war, alles schön sein sollte, eine Hochzeit stattfinden sollte. Dies wurde dann aber, ja, dadurch kaputt gemacht, dass im Prinzip die Braut von ihrer eigenen Schwester getötet wurde und die wiederum vom Liebhaber der Braut dann ein weiteres Mal einen abgekriegt hat, wodurch zwei Erscheinungen entstanden, eine Mittags- und eine Nachterscheinung, die dann über die Felder des Dorfes Trübwasser, die über den Feldern des Dorfes Trübwasser gespukt haben und ja, im Endeffekt haben wir die dann auch befreit, haben gegen einen Gott gekämpft, haben von der Herrin des Sees unser Erendite bekommen, sind zurück nach Vysima, welches brannte im Kampf zwischen Anderlingen und Orden der Flammenrose, haben den Großmeister Jacques de Aldersberg getroffen und haben schlussendlich herausgefunden, mit der Hilfe von König Foltest, den wir übrigens auch getroffen haben, dass Jacques de Aldersberg, nachdem wir Asajavid getötet haben, dass Jacques de Aldersberg hinter den Salamandra steckt, dass er Mutanten erschaffen wollte, um, ja, mit den Menschen nach Süden zu ziehen, wegen der weißen Kälte,
Wir haben Azayavit besiegt und ja, haben dabei sogar im Prinzip, haben dabei dann herausgefunden, dass es sich bei Jacques de Aldersberg in Wirklichkeit um Alvin handelte. Ein Kind, das wir ja fast so ein bisschen wie unseren eigenen Sohn behandelt haben, wenn man das so sagen kann. Und ja, den wir im Endeffekt dann leider töten mussten, der durch seine Fähigkeit in der Zeit zurückgereist ist, denn auch er war ein Kind des älteren Blutes und dann zu Jacques de Aldersberg wurde. Und ja, nachdem das alles geschehen war, wurden wir von Foltest entlohnt und ja, dann ging die ganze Sache mit den Attentätern los. Den ersten Attentäter konnten wir noch zurückschlagen, aber während der Belagerung der Burg der Lavalettes konnten wir den nächsten Angriff dann tatsächlich nicht zurückschlagen. Leto, ein ja, Hexer, den wir tatsächlich sogar kannten, hat dann tatsächlich König Foltest getötet. Wir wurden dafür gefangen genommen. Wir sollten hingerichtet werden, wurden dann aber von Roche befreit, der mit uns zusammen nach dem Königsmörder jagen wollte. Wir sind in Flotsam gewesen, sind dort auf ein paar Elfen unter Jorve, unter der Führung von Jorvet getroffen, haben uns erst mit ihnen angelegt, um den Königsmörder zu finden, haben versucht mit ihnen zu verhandeln und sind schlussendlich sogar auf ihre Seite gewechselt, sind mit der Gefängnisbarke geflohen, haben da gleich noch ein paar Elfen befreit und sind dann in der Zwergenstadt Wergen angekommen, wo ein Fluch herrschte, der durch König Henselt hervorgerufen wurde, als der Sabrina Glewisig damals hingerichtet hatte. Und ja, den Fluch haben wir schlussendlich mit der Hilfe von Philippa Eilhardt aufgehoben. Die hat sich aber währenddessen, weil Saskia vergiftet wurde, gleich daran gemacht, Saskia unter ihre Kontrolle zu bringen. Denn Saskia war kein einfacher Mensch, keine einfache Drachentöterin, wie sich herausstellte, sondern in Wirklichkeit ein Drache. Und ja, nachdem wir Henselt besiegt hatten, machte sich Philippa Eilhardt mit Saskia zusammen auf nach Lokmuin, um sie zu kontrollieren. Wir sind also mit Jorvet hinterher in die ehemalige Stadt Lokmuin, haben dort ein, ja, ehemaliges Labor von Dea Henna untersucht. Und in diesem Labor, ja, haben wir dann auch so ein interessantes Gerät gefunden, mit welchem wir dann sogar, im Prinzip einige Leute belauschen konnten. Wir haben es dann im Endeffekt sogar Cynthia von Nilfgaard überlassen, aber ob das nun ganz so gut war im Rücksicht, weiß man auch nicht. Im Endeffekt sind wir auf den Kongress der Zauberer dann gekommen. Wir haben Philippa Eilhardt aus dem Kerker befreit. Sie hat uns dafür ein Stilett gegeben, mit dem wir Saskia entzaubern können. Saskia hat den Kongress angegriffen, weil die Magier, gefangen genommen werden sollten. Aber allerdings wollte Sheila das eben nicht. Wir mussten gegen Saskia kämpfen, konnten sie entzaubern und dann ging das große Massaker der Zauberer los. Die Zauberer wurden hingerichtet. Wir haben dann nach Leto gesucht und haben herausgefunden, was er wirklich wollte. Dass er für Nilfgaard gearbeitet hat, um den Norden zu schwächen. Dafür hat er Könige getötet. Und ja, wir haben ihn im Endeffekt am Leben gelassen und sind dann losgezogen, um Yennefer zu finden, welche wir ja vor der wilden Jagd gerettet haben, wie wir schlussendlich herausgefunden haben. Und Yennefer haben wir schließlich getroffen in Weißgarten, wie wir wissen. Und von da an ging dann eine Reise nach Vysima, wo wir den Kaiser wieder trafen, wo er uns von Ciri erzählt hat, dass sie wieder zurück ist, dass sie in Gefahr ist, dass wir sie retten müssen. Wir haben uns also auf den Weg gemacht, Ciri zu retten, sind dabei einigen Personen begegnet, unter anderem dem blutigen Baron, der ein ziemlich gefährliches Familiendrama hatte, in welches auch die Mumen vom Buckelsumpf verwickelt waren. Wir sind nach Novigrad gegangen, wo wir Rittersporn befreien mussten, der mit Ciri zusammen ja einen kleinen Überfall gewagt hat, weil Ciri ja Geld brauchte, damit Hurensohn Junior ihr Phylakterium repariert, weil ihr Elfenfreund verflucht worden ist auf Skellige, wo sie nämlich gegen die wilde Jagd gekämpft haben und wo sie der wilden Jagd auch nur knapp entkommen konnten. Ihr Elfenfreund Avalach, wie wir ja inzwischen wissen, hat sie dann auf der Nebelinsel versteckt und hat sich in Uma verwandelt. Uma haben wir bei den Hexern schlussendlich entflucht. Er wurde wieder zu Avalach und ja, wir konnten tatsächlich Ciri dann dadurch von der Nebelinsel finden, die wilde Jagd in Kaer Morhen bekämpfen, leider verlieren, aber Ciri konnten sie nicht mitnehmen und dann schlussendlich mit Hilfe der restlichen Loge der Zauberin haben wir es und Nilfgaard haben wir es schlussendlich geschafft, die wilde Jagd zu besiegen und ja, sind dann zu einem letzten Auftrag nach Beauclair gegangen. Zwischendurch haben wir uns auch noch um die Geschichte von Gaunter und Dimmu und Olgierd gekümmert
Und hier in Beauclair, ja, war dann das Biest, welches wir erledigen mussten. Und wir haben es getan. Und jetzt stehen wir wieder hier. An unserem Zuhause, wo alles enden wird. Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Na, da bin ich ja gespannt. Besuch? Unerwartet wie immer. Na, sieh mal einer an. Und hinreißend wie immer. Willst du gar nicht wissen, warum ich hier bin? Oder wie ich dich gefunden habe? Ich würde sowieso keine klare Antwort kriegen. Das stimmt. Deine ganzen Geheimnisse haben mich mal beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass du mir sagst, was du mir zu sagen hast. Ich muss nicht fragen. Ich habe dich vermisst, Geralt. Und wie? Komm nach draußen. Wir können Händchen halten und die Sterne betrachten. Wie in einem Zwei-Kronen-Roman. Sterne wird gerade nichts, ist ein bisschen hell dafür, aber okay. Nun, ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir ja auch reden, ne? Da würde ich doch erstmal sagen... Du hast ja einige Bücher mitgebracht. Lass mich raten. Du arbeitest an einem neuen Zauber? Gar nicht. Das sind keine Zauberbücher, sondern Schmöker. Der Name der Orchidee, Witwer für ein halbes Jahr. Hm, ich dachte immer, du wärst viel zu beschäftigt, um zu deinem Vergnügen zu lesen. Das war ich auch. Aber jetzt nicht mehr. Vor ein paar Wochen merkte ich beim Aufwachen plötzlich, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Ich habe keinen Plan und kein Ziel. Und weißt du was? Es gefällt mir. Endlich kann ich aufhören, über Politik nachzudenken und mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Deswegen bin ich hier. Na gut, wenn du schon mal hier bist, ne, würde mich ja interessieren. Gefällt dir Toussaint? Die Landschaft ist hübsch, die Städte sind charmant, keine Frage. Aber? Aber die südliche Sonne ist nichts für meine Garderobe. In schwarzen Kleidern wird einem hier ganz schön heiß. Vielleicht solltest du deine Farbwahl überdenken. Wie wär's mit Eierschale und Erbsengrün? Und beim Duft wechsle ich zu Rüben und Gänseblümchen. Ich bleibe lieber einfach im Schatten. Und du bringst mir regelmäßig was Kühles zu trinken. Ich sag mal so. Ich bringe dir, was du willst. Ich sag mal so, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Du musst ja keine Kleider tragen, solange du hier bist, ne? Aber okay, Es ist schon seltsam, ein Zuhause zu haben. Du bist mir nie wie ein Hausbesitzer vorgekommen. Es war eine Art Unfall, aber ich beschwere mich nicht. Yen, weißt du noch, vor dem Kampf gegen die wilde Jagd? Da hast du gesagt, du wolltest mit mir fortgehen bis ans Ende der Welt. Reicht dir dieses Weingut? Ja, obwohl eine Sache fehlt. Und zwar? Ich gebe dir einen Tipp. Groß, weiß, vierbeinig. Kategorie Tierpräparation. Oh ja, das Einhorn. Gut, du kannst es mitbringen. Ich wusste, du würdest das einsehen. Passt bestimmt noch ins Schlafzimmer, denke ich, ne? Na gut, ich würde sagen... Hättest du je gedacht, dass dieser Tag kommt? Du und ich in Ruhe und Frieden... Bienengesumm, Vogelgezwitscher. Ich bereue beinahe, dass ich so lange gewartet habe. Ich war ein dummes Huhn.
Beinahe. Es muss schwer gewesen sein, mir nachzureisen. Du bist doch stolz wie ein Pfau. Bitte, Geralt. Ich gehöre nicht zu den Zauberinnen, die niemandem folgen können, ohne das Gefühl zu haben, ihnen würden die Flügel gestutzt. Oh, pass bloß auf, was du über deine werten Kolleginnen redest. Du Nestbeschmutzerin. Gut gesagt, Hexer. Du siehst nicht nur gut aus, du hast auch was auf dem Kasten. Du bist die Taube in der Hand. Ja, und außerdem... Verdammt, du hast gewonnen. Diesmal. Ha! Wann haben wir eigentlich mit diesen Wortspielen angefangen? Das weißt du nicht mehr? Auf einer Vernissage in Ban Art, weil du sonst verrückt geworden wärst vor Langeweile. Ich weiß noch, dass ich deinen Sinn für Humor so nervtötend wie liebenswert fand. Ändere dich nie, Geralt. Bitte. Während die Regenten Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben, fern aller Politik, zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht. Und da haben wir es dann auch endlich. Wir haben es endlich. Also was heißt endlich? So ein bisschen traurig ist man ja auch. Aber wir haben The Witcher 3 abgeschlossen. The Witcher 3, das Let's Play, geht hier an der Stelle zu Ende. Und ich muss einfach nochmal sagen, was für einen unglaublichen Spaß das gemacht hat. Es war so ein tolles Erlebnis und ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß an dem Let's Play. Ich meine, das meiste Feedback war positiv, wodurch es mir ja noch mehr Spaß gemacht hat. Aber insgesamt hoffe ich natürlich, dass euch das Ganze so insgesamt Spaß gemacht hat. Denn Witcher 3 ist natürlich einfach ein Spiel, das großartig ist und ich hoffe, dass mein Let's Play das auch hingekriegt hat zu zeigen. Es ist nicht einfach wie ein stinknormales Let's Play geworden ist, sondern dass es ja eben dem Spiel auch so ein bisschen gerecht geworden ist. Ich meine, ich habe das Ding jetzt seit über einem Jahr gemacht. Wir haben im Dezember 2015 mit diesem Let's Play angefangen. Das ist über ein Jahr her. Da war Blood and Wine noch nicht mal draußen. Da habe ich mit diesem Let's Play angefangen und... Ja, jetzt sind wir tatsächlich am Ende angekommen und wir haben sogar relativ gute Enden erwischt in allen Szenarien, die möglich sind, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich doch tatsächlich auch mit relativ zufriedenem Grinsen jetzt hier rausgehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt insgesamt mit diesem Let's Play 500 Stunden in dieses Spiel gesteckt und ich bereue keine Minute und ich denke... Das ist auch gleich der perfekte Punkt, um rüberzugehen zur Bewertung des Spiels. Wie es ja bei mir Standard ist, in den Credits werde ich immer so ein bisschen meine Meinung zum Spiel sagen. Und ich denke, man konnte schon raushören, das Spiel ist einfach großartig. Wie gesagt, 500 Stunden habe ich schon mit reingesteckt und ich bereue keine Minute. Und ich denke, daran merkt man schon, dass das Spiel einfach nur gut ist. Klar sind die DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine schon mit drin gewesen. Und das ist natürlich auch nicht nur der Let's Play-Durchlauf jetzt gewesen, sondern das waren natürlich auch 2,5 Durchläufe, die ich davor noch zusätzlich gemacht habe. Aber insgesamt muss man einfach sagen, 500 Stunden Content, der mich unterhalten hat, da ist, also das ist sein Geld mehr als alles wert gewesen. Das alleine reicht für mich schon für eine Begründung, dass sich das Spiel jeder verdammt nochmal kaufen sollte. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, was ihr noch machen könnt. Verschiedene Entscheidungen, die ihr treffen könnt, die zwar nicht immer zu großen Unterschieden führen, die aber doch durchaus noch zu anderen Sachen führen können. Einer der positiven Punkte, mit denen ich jetzt auch beginnen möchte... Denn, die positiven Punkte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal bei der Welt an, die einfach nicht nur riesengroß ist, sondern die auch so detailliert ist, die so atmosphärisch ist, die so gut gefühlt ist einfach nur. Ich meine, wir haben über 270 Folgen hier reingepackt. Und wenn die Welt einfach nur groß, ich sag's ganz ehrlich, wenn die Welt einfach nur groß gewesen wäre, dann wären das keine 270 Folgen geworden, das könnt ihr mir glauben. Es ist einfach so viel guter Content, der dazu einlädt, das auch zu machen. Und ja, im Endeffekt, ich glaube, dass wenn ich sagen müsste, was das Positivste an The Witcher 3 ist, dann sind das seine unglaublich guten Nebenquests. Wie gesagt, es sind nicht nur unglaublich gute Nebenquests, ja, The Witcher 2 zum Beispiel auch, sondern es sind auch einfach so viele. Ich muss ganz ehrlich sagen, als das Spiel rauskam, hatte ich so meine Zweifel, ob CD Projekt Red es schafft, so eine große Welt mit so vielen guten Nebenquests zu füllen, wie sie in The Witcher 2 gab, aber sie haben es tatsächlich hingekriegt. Es gibt, glaube ich, mal von den
Banditenlagern und den Schatzsuchen, die natürlich reine Abarbeitssachen sind, wobei die Schatzsuchen sogar noch kleine Geschichten enthalten, eigentlich keine wirklich schlechte Nebenquest. Und ich finde, das merkt man ganz besonders an den Dialogen. Und das ist nämlich auch ein Punkt, an dem Witcher 3 meiner Meinung nach hervorsticht. Bei den meisten Rollenspielen ist es nämlich so, wenn ihr eine Quest annehmt, dann habt ihr so diese Mimiken und Gestiken, die in den Dialogen einfach immer wieder abgerufen werden, während die Charaktere miteinander sprechen. Und das gibt's in Witcher 3 auch, das ist ja auch in Ordnung. Sonst ist das, glaube ich, nicht zu stemmen bei diesen Größen mehr. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, so viele Nebenquests haben besondere Kameraeinstellungen, haben besondere Gestiken, die halt in kaum einem anderen Dialog wiederverwendet werden, dass man einfach merkt, wie viel Handarbeit in diesen Nebenquests steckt, wie viel Arbeit oder wie viel Gedanken sich die Leute darum gemacht haben, nicht einfach nur die Quests zu schreiben und zu überlegen, wie die ablaufen sollen, nein, auch wie sie präsentieren. Und da schlägt The Witcher 3 meiner Meinung nach einfach jedes Spiel um Längen, um Lichtjahre, wenn man das so sagen möchte. Also da kommt kein Spiel auch nur ansatzweise ran. Klar gibt es Spiele, die haben gute Nebenquests, aber die haben sie nicht in dieser Menge und meist auch nicht in dieser Qualität, das muss man ganz klar sagen. Es gibt so viele gute Spiele und wie gesagt, der große Clou sind meiner Meinung nach die so gut geschriebenen und inszenierten Dialoge und das muss man auch mal ganz klar sagen. Witcher 3, auch wenn es ein Rollenspiel ist, ist eigentlich gar kein großes Kampfspiel. Den Großteil der Zeit in Witcher 3 verbringt ihr in Dialogen. Das war auch schon in Witcher 2 so. Ist echt faszinierend, aber es ist einfach nicht langweilig und das ist das, was mich so fasziniert an diesem Spiel. CD Projekt Red schafft es wirklich, die Dialoge interessant zu gestalten. Selbst ganze Quests bestehen teilweise nur aus Dialogen. Denkt an die Quest, als wir Triss den Hexenjägern verraten haben, in Anführungsstrichen. Die Quest bestand im Prinzip nur aus Dialogen und trotzdem war sie so gut. Das ist meiner Meinung nach die beste Dialogquest, die es heutzutage gibt. Weil man so aufpassen muss, dass man nichts Falsches sagt. Ich meine, klar hätte man das auch lösen können, dass man einfach alle Hexenjäger bekämpft. Aber das ist ja meiner Meinung nach nicht der Sinn der Quest gewesen. Es ist wirklich der Sinn, aufzupassen, dass man ja nichts falsch macht. Und beim ersten Mal war das halt wirklich so eine Anspannung, weil man auch nicht weiß, was genau passieren wird, wenn man was Falsches sagt. Ich meine, klar, im Nachhinein muss man sagen, es gibt keine wirklich großen Auswirkungen der Sache. Und das ist meiner Meinung nach auch der einzige Kritikpunkt daran, weil ich hätte es gut gefunden, wenn man schon kämpfen hätte können, das wäre schon in Ordnung gewesen, aber wenn zum Beispiel Triss in dem Kampf hätte sterben können, ist zwar fies, aber wie gesagt, das wäre auch wirklich eine Konsequenz gewesen aus der ganzen Sache. So muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so schön, aber trotzdem ansonsten eine sehr, sehr gute Dialogquest, besser als ja die meisten normalen Zwischensequenzen teilweise von anderen Spielen, muss man ganz klar sagen. Und The Witcher 3 hat noch eine andere Sache sehr, sehr gut gemacht. Und zwar sind Nebenquests nicht einfach nur zum Abhaken da, wobei sie da nicht ganz so weit gegangen sind, wie ich das gehofft hätte. Aber was zum Beispiel wichtig ist, Nebenquests beeinflussen die Welt. Wenn wir manche Nebenquests nicht gemacht haben, haben wir später Probleme. Hätten wir zum Beispiel die Nebenquests mit Roche nicht gemacht, hätten wir ihn nicht für den Kampf auf Kaer Morhen gehabt. Hätten wir die Nebenquests mit Kaer Metz nicht gemacht, hätten wir sie nicht auf Kaer Morhen gemacht. Hätten wir die Nebenquests um die Aufklärung der Morde in Artskellig nicht gemacht, wäre Svanrige König geworden. Ich denke, das war aber durchaus abzusehen. Und das finde ich gut, dass selbst das Nichtabschließen von Quests Folgen hat. Leider momentan meiner Meinung nach nur schlechte, was ich ein bisschen schade finde. Ich fände es auch gut, wenn sie wirklich mal irgendwann so weit gehen, dass man prinzipiell schlechte Folgen innerhalb der Story auch spürt, wenn man bestimmte Nebenquests macht, sodass man wirklich sich mal gezwungen sieht, zu überlegen, will ich diesen Auftrag jetzt eigentlich machen? Das ist eigentlich ein Arschauftrag und nicht einfach nur sagt, ich möchte einfach nur alle Quests machen, interessiert mich doch nicht, worum es da eigentlich genau geht. Das wäre meiner Meinung nach noch der nächste Punkt, wenn sie den noch schaffen, wäre das einfach perfekt. Gut, dann haben wir jetzt auch sehr viel schon über die positiven Sachen gesagt. Es gibt noch so viel mehr. Der Soundtrack ist zum Beispiel auch mega gut von allen drei DLCs. Die Story ist an sich sehr, sehr gut, wobei es da auch ein paar Kleinigkeiten gibt, die ich gleich erwähnen möchte. Aber vor allem, ich möchte nochmal ganz kurz die Story von Hearts of Stone loben. Die ist einfach meiner Meinung nach eine der besten Stories, die ich je gehabt habe. So gut, so spannend, immer wieder gerne. Gut, jetzt aber vielleicht zu den kleinen negativen Sachen. Story erstens. Wie gesagt, zwei Sachen haben mich an der Story enorm gestört. Die erste Sache ist in der Hauptstory, die wilde Jagd. Die ist mir einfach zu uninteressant. Also, sie macht zu wenig. Gerade auch
dadurch, dass man weiß, dass Geralt und Eredin ja so eine gewisse Vergangenheit haben, hätte ich mir gewünscht, dass Eredin und Geralt mehr Dialoge miteinander gehabt hätten, wo man dann auch ein bisschen mehr über den König der Wildenjagd lernt. Ich meine, wir hatten nur diesen ganz kurzen Dialog am Ende, wo wir auch nicht mal was machen durften. Das waren nur die Dialoge in der Cutscene, glaube ich. Fand ich ehrlich gesagt schade. Als Bösewicht hätte man da deutlich mehr rausholen können. Wobei sie das ja, wie gesagt, in Hearts of Stone dann schon deutlich verbessert haben. Und zum Beispiel auch meiner Meinung nach in Blood and Wine haben sie sich schon deutlich verbessert. Wollte ich an der Stelle nur mal sagen. Ich war mit der Wildenjagd ein bisschen enttäuscht. Wobei man auch sagen muss, dass Kaer Morhen, die Schlacht von Kaer Morhen, vieles wieder gut gemacht hat. Oder auch der Kampf gegen Imlarit. Sehr, sehr toll inszeniert, meiner Meinung nach. Die zweite Sache, und die finde ich fast noch ein bisschen wichtiger, weil die nämlich auch in Blood and Wine meiner Meinung nach wieder schlecht gemacht wurde, ist, dass die Story teilweise zu wichtig ist. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber bei der Menge an Nebenquests, die man ja auch machen soll von den Entwicklern aus, ist es nicht gut, eine so wichtige Story zu haben, weil das beißt sich so ein bisschen. Wir sollen Ciri finden, haben dafür eigentlich keine Zeit und machen unglaublich viele Nebenaufgaben, verbringen so viel Zeit damit. Wir sollen das Biest von Beauclair daran hindern, mehr Leute zu töten, aber wir ziehen erstmal durch Halb Toussaint, um irgendwelche Banditen zu jagen, die eigentlich jetzt noch gar nicht interessant sind. Und das sind so die Sachen, die mich persönlich ein bisschen... Also, es stört mich einfach, dass sie die Balance nicht richtig hingekriegt haben. Man hätte es zum Beispiel so machen können, dass man öfter einfach mal sagt, okay, du hast jetzt einen Teil der Story geschafft, den nächsten Teil kannst du aber erst in 3 Tagen machen, weil wir irgendwas vorbereiten müssen. Dann hätte man quasi 3 Ingame-Tage für Nebenquests gemacht. Ich kann natürlich verstehen, warum sie es nicht gemacht haben, weil sie eben gesagt haben, die, die nur Hauptstory machen wollen, müssten dann 3 Tage meditieren. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ist schon irgendwie verständlich, wäre meiner Meinung nach aber besser gewesen. So hatte man immer, also gerade wenn man so ein bisschen Roleplay-mäßig sich hineinversetzt, immer so im Hinterkopf, eigentlich hast du für die Sache jetzt keine Zeit hier. Du solltest dich eigentlich mal daran machen, Ciri zu retten, beziehungsweise dich um das Biest zu kümmern. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen die Sache, die mir persönlich nicht so gefallen hat. Lustigerweise war die Story in Hearts of Stone eher bei sowas ausgelegt. Da hatte man ja eher nicht so ein wirkliches Time-Limit. Da ging es ja eher darum, dass man das irgendwie mal erledigt. Keinen hat so wirklich die Zeit interessiert. Olgit und Gaunter Odim sind eh unsterblich und bei dir ging es ja auch nur darum, das Mal loszuwerden. Das heißt, da war wirklich Eigeninitiative bloß gefragt. Lustigerweise gab es da nicht so viele Nebenquests. Also da müssen sie sich wirklich noch ein bisschen verbessern, dass sie quasi Story und Welt besser miteinander verknüpfen. Wobei man auch gleich wieder positiv sagen muss, dass sie es gut gemacht haben, gerade in der Hauptstory, dass sie gesagt haben, wir bringen den Spieler auf alle 3 Gebiete. Da kann er sich dann auch nebenbei umsehen. Und die eigentliche Story startet dann aber erst danach, wenn er eh die ganze Welt erkundet hat, dann will er keine Nebenquests mehr machen, er hat ja eh die Welt erkundet, da kann man ihn ordentlich mit Hauptstory zuhauen. Ist, denke ich, eine gute Idee für Open-World-Rollenspiele, dass man quasi sagt, okay, erstmal so eine kleine Schnitzeljagd über die Welt, bei der du quasi irgendwelche Informationen sammelst und die eigentliche Hauptstory startet dann, wenn du mit der Schnitzeljagd fertig bist, dann hast du in der Regel auch die meisten Nebenquests gemacht, sodass du dich nicht mehr so fühlst, oh, bevor ich jetzt mit der Hauptstory weitermache, will ich tatsächlich noch Nebenquests machen. Die zweite Sache, die ich noch kritisieren möchte, ist ehrlich gesagt das Gameplay. Also, was heißt das Gameplay? Ich will es dahingehend ein bisschen kritisieren, dass es doch sehr einfach war. Also, man hat nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten, wobei ich damit kein Problem habe, weil man eben ein Hexer ist. Aber auch das Kampfsystem ist meiner Meinung nach noch nicht so ganz durchdacht. Also, wir haben ja jetzt nach Hearts of Stone, habe ich den Schwierigkeitsgrad ja von dem 2. höchsten Schwierigkeitsgrad auf Todesmarsch gestellt und es ging ja trotzdem noch und dabei habe ich noch nicht mal das Inventar während des Kampfes aufgemacht oder ich habe noch nicht mal gegessen während des Kampfes, ich habe nicht dauernd per Meditation meine Tränke aufgefüllt und so weiter und so fort, also da wäre noch deutlich, hätte man noch deutlich mehr rausholen können, auch wenn man andere Skills zum Beispiel noch geskillt hätte. Es gibt ja zum Beispiel den Skill 2. Leben, mit dem man quasi unsterblich wird. Ein Skill, mit dem man die Zeichen auch mit Adrenalin wirken kann. Also da wäre noch deutlich, also ich hätte es mir noch deutlich einfacher machen können. Aber damit habe ich auch gar nicht so das Problem. Mein Problem ist, weil ich nicht denke, dass Witcher ein schweres Spiel sein muss, mein Problem ist eher mit dem Balancing. Gerade jetzt in Toussaint hat man das nochmal gesehen. Man muss gegen 50 Banditen kämpfen und trotzdem töten die einen in 3 Schlägen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Dagegen töten einen Monster teilweise nur, die alleine sind, teilweise nur in 5 Schlägen oder sowas. Ist ein bisschen ungünstiges Balancing, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Banditen kommen zu 50 vor. Da sollte man auch mal einen Treffer kassieren dürfen, damit man auch ein bisschen schöner kämpfen kann. Währenddessen man bei einem Monster halt eher mal aufpassen muss. Dafür ist es ja auch ein einzelnes. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, noch ein bisschen am Balancing arbeiten, dass halt wirklich
Gegner, die in Massen auftauchen, dürfen nicht so viel Schaden machen und Gegner, die nicht in Massen auftauchen, dürfen mehr Schaden machen, so ein bisschen mehr balancen. Wobei die Bosse ja inzwischen schon ganz cool geworden sind und ich glaube, wir nähern uns dem Ende der Credits und dementsprechend auch dem Ende meiner Bewertung. Ich denke, ich habe auch alles Wichtige gesagt und ja, möchte mich dann an der Stelle nochmal bedanken. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Ich habe eventuell noch ein paar kleine Sachen, die ich machen möchte in der Witcher-Welt. Ob ich sie mache, weiß ich noch nicht. Es gibt ein paar Pros und Cons für beide Seiten. Deswegen muss ich mal gucken, ob wir das machen. Ihr werdet es morgen sehen. Werdet ihr einfach morgen sehen, ob noch eine Witcher 3-Folge kommt oder ob keine mehr kommen wird. Dann wird es mit einem neuen Projekt losgehen. Da habe ich auch schon eins im Kopf. Das ist auch eine sehr schöne Sache, aber das werdet ihr dann alles erst morgen sehen. Bis dahin. Ciao.